Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht los. Der Bau der Kabine beginnt. Ich baue meine Kabine aus Aluminiumwabenplatten und die werden miteinander verklebt und vernietet. Die Aluminiumwabenplatten sehen so aus, sind 15 mm stark, haben eine Deckschicht von 1 mm und werden mit so einem Z-Profil hier gekantet und schon aufgenietet und geklebt auf dem Boden fixiert oder angenietet. Der Boden soll jetzt hier in dem Fall der Tisch darbilden. In die Ecke kommt noch ein Aluminiumwinkel, der wird auch wieder angeklebt und genietet. Und von außen kommt ein Eckprofil drüber, das habe ich mit 120 und 150 Grad selber gekantet. Und so wird die ganze Kabine in sich gehalten. So, die erste Niete sitzt. Die Aluminiumschichten werden angeschliffen, also beidseitig, und dann gereinigt und mit einem Polymerkleber verklebt und dann das Ganze vernietet. So hat es eine gute Festigkeit schlussendlich. Ja, und dann sind alle Winkel aufgenietet und geklebt und dann können die Wände gestellt werden. Ja? Alles gut? Ja, ja. Hier bin ich gerade ein bisschen aufgeregt. Die erste Wand wird gestellt, genau im Winkel. Und los geht's. Heideblix, das war was. Das war noch Sommer. Und dann wird mit diesem Z-Profil wird die Wand auf den Boden gestellt, geklebt und dann halt direkt vernietet. Lass mal hergucken und kurz lächeln, wie nett es ist. Ich sag nur sprachlos bei der Arbeit. Die zweite Wand stehen. Und sobald dann zwei Wände miteinander verbunden sind, steht das alles auch. Also das heißt, die erste Wand wird mit diesem diagonalen Holz gehalten, dann wird die zweite Wand mit dem Z-Profil auf den Boden gestellt und dann direkt unten halt Kleber und dann Seitenkleber dazwischen, Paniten fest, Boden fest, Seite fest und dann ist es in sich schon stabil und kann nicht mehr umfallen. Hier habe ich ein paar Nieten direkt gesetzt und den Rest habe ich dann vorzugebohrt und festgenietet. Schön den Rahmen absiegeln von innen. Da kommt man jetzt noch gut dran, später nicht mehr. Beziehungsweise an die Seite schon, aber unten nicht. Und eine Tür habe ich ja gebraucht, sonst komme ich ja nicht in die Kabine, wenn alle Wände stehen. Von daher habe ich die Eingangstür schon von Beginn an eingesägt gehabt. Ja, die Wände stehen, das heißt jetzt brauchen wir ein Eckprofil. Das habe ich in Aluminiumstreifen gesägt erstmal und dann die Kantung gegeben. Einmal 120, einmal 150 Grad. Dann nachmessen den Winkel, das wird immer ein bisschen offen gekantet, so hat man noch die Möglichkeit nachzukorrigieren. Wenn es zu spitz gekantet wird, muss ich es aufbiegen, das ist niemals so schön. Das heißt die Korrekturkantung und dann nochmals nachmessen, ob die Korrektur richtig berechnet wurde. Scheint so. Das heißt, vorzu alle anderen jetzt mit der gleichen Einstellung kanten. Das heißt zuerst alle 120 Grad Winkel gekantet von allen Blechen und dann alle 150er gekantet.
So eine Kantbank ist schon eine coole Maschine, ne? Hier einfach so ein Blech reinlegen, drückt auf den Knopf und ist absolut perfekt gekantet. Der Hammer. Sowas macht Spaß. Ja, dann alle Profile oft an die Kabine ankleben an allen Ecken. Es war mehrere Tage Arbeit. Da wo es geht, anzwingen, sonst halt nur andrücken. Und so sieht das dann aus. Dann habe ich noch Ecken gebraucht. Da habe ich auch drei Kantungen gemacht und die miteinander verschweißt und verschliffen. Und die kommen dann auf die Ecken drauf, halt 8 Stück überall drauf. Ja, dann wird die Kabine auf Stelzen gestellt, in diesem Fall mit Kurbelstützen hochgekurbelt und hinten mit dem Gabelstapler angehoben und dann ganz langsam rückwärts mit dem Fahrzeug drunter fahren und hoffen, dass alles passt. Ja, und so ist die Kabine dann zusammengebaut und hat jetzt bisher nur eine Tür und die Fenster und alles andere kommt dann in weiteren Videos. Danke fürs Zuschauen und bis bald mal. Ciao.